Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Unreal Engine. Heute geht's weiter und zwar wollen wir heute uns um die Animationen kümmern. Es gibt keinen großartigen Animation Blueprint oder eine State Machine oder sowas. Ihr könnt euch selber so eine Art State Machine schreiben, ist allerdings ja Aufwand und für unsere zwei Animationen lohnt sich das absolut rein gar nicht. Deswegen dachte ich mir hier, Mensch, warum eigentlich, zieht's das jetzt wirklich da raus, Mano? Warum eigentlich so einen Aufwand betreiben? Wir können das doch einfach hier machen und einfach ein Custom-Event benutzen. Das ist auch einigermaßen aufgeräumt. Wir könnten auch eine Funktion benutzen, aber wir machen jetzt einfach mal ein Custom-Event. Gott. Und sagen hier Change Animations. So. Und der wird hier ausgelöst, logischerweise. Wir haben keine Spring-Animation. Könnt ihr sehr gerne selber noch einfügen, wenn ihr noch einen tollen Sprite gefunden habt mit einer Spring-Animation. Aber ja, in unserem Fall ist das natürlich nichts geworden. So, Change Animations. Wunderbar. Genau, und das ist eigentlich auch jetzt alles, was wir hier brauchen. Wir kriegen hier automatisch unser Self mitgeschickt, weil eben dieser Event direkt hier bei uns landet. Und hier können wir dann eigentlich alles machen, was wir wollen. Jetzt können wir hier nämlich super clean anfangen und haben nicht diesen ganzen Kram da oben, wo wir das auch noch reinhängen. Und wenn ihr dann Jump habt, dann müsst ihr eben nur diesen Event hier aufrufen und nicht irgendwie noch 50 andere Sachen. Also mit einer Funktion wäre es zwar noch eleganter gewesen, aber das lasse ich jetzt euch einfach mal machen. Gut, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen zunächst einmal schauen, ob er sich bewegt oder nicht. Wie machen wir das? Ganz einfach, wir gehen hierher und holen uns die Velocity. Get Velocity. Was ist eine Velocity? Velocity ist ein Vektor, ein Dreiervektor, um genau zu sein, und gibt euch die Geschwindigkeit in X-Richtung, Y-Richtung und Z-Richtung an. So, in unserem Fall ist logischerweise eigentlich immer nur eine Bewegung in X- oder in Y-Richtung da. Wenn wir fallen, ist es in Y-Richtung, wenn wir nicht fallen, ist es in X-Richtung. So. Das heißt, wenn wir fallen, sind wir offensichtlich gerade uns am Bewegen, beziehungsweise am Fallen, von mir aus auch am Springen, da könnt ihr dann die Sprunganimation reinpacken. Und wenn jetzt unsere X-Richtung irgendwie sich bewegt, eigentlich ist es völlig egal, eigentlich will ich nur die Länge darüber berechnen. Das heißt, wir holen uns hier die Vector-Length zurück und was das macht, es gibt uns einfach aus, wie schnell wir sind, egal in welche Richtung. Es gibt einfach nur unsere Geschwindigkeit aus. So. Diese Geschwindigkeit, die vergleichen wir jetzt einfach mal, das haben wir gerade vorhin schon gemacht, Compare Float, und wenn die nämlich gleich 0 ist, oder kleiner als 0 hoffentlich nie, aber wenn die gleich, wobei eine Vektorlängs kann nie kleiner als 0 sein, dann ist irgendwas abgeschmiert, das geht eigentlich gar nicht, also der Pfad hier wird niemals ausgeführt, gleich 0, dann bewegen wir uns nicht. Was müssen wir machen, wenn wir uns nicht bewegen, und was müssen wir machen, wenn wir uns bewegen? Naja, ist eigentlich relativ simpel. Wir sagen hier, wobei, eigentlich könnten wir das sogar noch ein bisschen eleganter machen. Nee, machen wir nicht elegant. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt quick and dirty. Ihr dürft es dann elegant machen mit irgendwelchen Enums oder Funktionen oder sowas. Wir sagen jetzt hier einfach nur set flipbook. Ups. Flipbook. So, Set Flipbook, das ist unser Sprite übrigens, der wird hier automatisch reingezogen für uns, wenn wir einfach nur Set Flipbook angeben. Das ist jetzt tatsächlich, also nochmal zur Erinnerung, wir sind hier gerade im Player Blueprint. Das heißt, da ist immer dieser Sprite drin und für diesen Sprite können wir natürlich auch unser Flipbook setzen. Und ja, welches Flipbook wollen wir jetzt logischerweise setzen, wenn wir uns gerade bewegen? Naja, dann wollen wir die Walk-Animation haben. Das heißt, wenn das ganze Ding größer als 0 ist, dann bewegen wir uns ja gerade. Das heißt, wir setzen die Walk-Animation. Easy. Und jetzt kopieren wir das Ganze einfach. Und deswegen wollte ich es auch nicht komplexer machen, weil das einfach wirklich eine super einfache Aufgabe ist. Wenn wir hier uns, wenn die Bewegung, die Geschwindigkeit gleich 0 ist, dann wollen wir natürlich Idle ausführen. So, das war es eigentlich schon. Gehen wir hier auf Play und machen das hier mal klein. So, und jetzt bewegen wir uns und wir sehen, dass sich nichts tut. Okay, das muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Ja, warum tut sich wohl nichts? Könnt ihr es vielleicht rausfinden? Das ist mega schwer, ich weiß, aber ja, wer hätte es gedacht, ich muss hier ein paar Notes verbinden, sonst wird das nichts. So, okay. Und wir bewegen uns. Ihr seht, die Laufanimation eigentlich stapft da ein bisschen komisch.
Ja, und selbst wenn wir springen, macht er die Laufanimation, aber das, ich meine, das ist in vielen 2D-Spielen so, dass man das macht. Aber ihr könnt das natürlich auch ganz gerne selber nochmal ein bisschen umwandeln, eine Sprunganimation oder sowas, dann sieht es gleich noch eleganter aus. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bei euren eigenen 2D-Spielen, die ja wirklich nicht so schwer zu erstellen sind. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Schickt mir gerne mal eure Exemplare per Video oder sogar per Executable oder sowas zu. Und ja, wobei, schickt sie mir lieber per Video zu, dann kann ich sie vielleicht auch besser teilen. Vielleicht mache ich wieder so einen Zusammenschnitt aus den besten Szenen oder sowas. Wer weiß, dann schauen wir einfach mal. Cool. Und ich freue mich, dass ihr so fleißig dabei seid. Ich hoffe, euch hat es auch wieder Spaß gemacht. Falls die Anfrage natürlich weiterhin so da ist wie jetzt gerade, dann mache ich natürlich noch weiter mit der Unreal Engine. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.